Äuglein, zwei Äuglein, drei Äuglein. Es war eine Frau, die hatte drei Töchter. Davon hieß die älteste Einäuglein, weil sie nur ein einziges Auge mitten auf der Stirn hatte, und die mittlere Zweiäuglein, weil sie zwei Augen hatte wie andere Menschen, und die jüngste Dreiäuglein, weil sie drei Augen hatte, und das dritte stand ihr gleichfalls mitten auf der Stirn. Darum aber, dass Zweiäuglein nicht anders aussah als andere Menschenkinder, konnten es die Schwester und die Mutter nicht leiden. Sie sprachen zu ihm: Du mit deinen zwei Augen bist nicht besser als das gemeine Volk. Du gehörst nicht zu uns. Sie stießen es herum und warfen ihm schlechte Kleider hin und gaben ihm nicht mehr zu essen, als was sie übrig ließen, und taten ihm Herzeleid an, wo sie nur konnten. Es trug sich zu, dass Zweiäuglein hinaus ins Feld gehen und die Ziege hüten musste, aber noch ganz hungrig war, weil ihm seine Schwestern so wenig zu essen gegeben hatten. Da setzte es sich auf einen Fels und fing an zu weinen, und so zu weinen, dass zwei Bächlein aus seinen Augen herabflossen. Und wie es in seinem Jammer einmal aufblickte, stand eine Frau neben ihm, die fragte: Zweiäuglein, was weinst du? Zweiäuglein antwortete: Soll ich nicht weinen? Weil ich zwei Augen habe wie andere Menschen, so können mich meine Schwestern und meine Mutter nicht leiden, stoßen mich aus einer Ecke in die andere, werfen mir alte Kleider hin und geben mir nichts zu essen als das, was sie übrig lassen. Heute haben sie mir so wenig gegeben, dass ich noch ganz hungrig bin. Sprach die weise Frau: Zweiäuglein, trockne dir dein Angesicht, ich will dir etwas sagen, dass du nicht mehr hungern sollst. Sprich nur zu deiner Ziege: Zicklein meck, Tischlein deck. Und so wird ein sauber gedecktes Tischlein vor dir stehen und das schönste Essen darauf, dass du essen kannst, so viel du Lust hast. Und wenn du satt bist und das Tischlein nicht mehr brauchst, so sprichst du nur: Zicklein meck, Tischlein weg. So wird's vor deinen Augen wieder verschwinden. Darauf ging die weise Frau fort, und Zweiäuglein aber dachte: Ich muss gleich einmal versuchen, ob es wahr ist, was sie gesagt hat, denn mich hungert so sehr. Und sprach: Zicklein meck, Tischlein deck. Und kaum hatte sie die Worte ausgesprochen, so stand ein Tischlein mit einem weißen Tüchlein gedeckt, darauf ein Teller mit Messer und Gabel und silbernen Löffel, die schönsten Speisen standen rundherum, rauchten und waren noch warm, als wären sie eben aus der Küche gekommen. Da sagte Zweiäuglein schnell das kürzeste Gebet her, das es wusste: Herr Gott, sei unser Gast zu aller Zeit. Amen. Langte zu und ließ es sich wohl schmecken. Und als es satt war, sprach es, wie die weise Frau es ihm gelehrt hatte: Zicklein meck, Tischlein weg. Alsbald war das Tischchen und alles, was darauf stand, wieder verschwunden. Das ist ein schöner Haushalt, dachte Zweiäuglein, und war ganz vergnügt und guter Dinge. Abends, als es mit seiner Ziege heimkam, fand es ein irdenes Schüsselchen mit Essen, das ihm die Schwestern hingestellt hatten, aber es rührte nichts an. Am anderen Tag zog es mit seiner Ziege wieder hinaus und ließ die paar Brocken, die ihm gereicht wurden, liegen. Das erste Mal beachteten es die Schwestern gar nicht. Wie es aber jedes Mal geschah, merkten sie auf und sprachen: Es ist nicht richtig mit dem Zweiäuglein.
Das lässt jedes Mal das Essen stehen und hat doch sonst alles aufgezehrt, was ihm gereicht wurde. Das muss andere Wege gefunden haben. Damit sie aber hinter die Wahrheit kämen, sollte ein Äuglein mitgehen, wenn zwei Äuglein die Ziege auf die Weide trieb, und sollte achten, was es davor hätte und ob ihm jemand etwas zu essen und trinken brächte. Als nun zwei Äuglein sich wieder aufmachte, trat ein Äuglein zu ihm und sprach: »Ich will mit ins Feld und sehen, dass die Ziege auch recht gehütet und ins Futter getrieben wird.« Aber zwei Äuglein merkte, was ein Äuglein im Sinn hatte, und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach: »Komm, ein Äuglein, wir sollten uns hinsetzen. Ich will dir was vorsingen.« Ein Äuglein setzte sich hin und war von dem ungewohnten Weg und von der Sonnenhitze müde. Und zwei Äuglein sang immer: »Ein Äuglein, wachst du, ein Äuglein, schläfst du.« Da tat ein Äuglein das eine Auge zu und schlief ein. Und als zwei Äuglein sah, dass ein Äuglein fest schlief und nichts verraten konnte, da sprach es: »Zicklein, meck, Tischlein, deck«, und setzte sich an sein Tischlein und aß und trank, bis es satt war. Dann rief es wieder: »Zicklein, meck, Tischlein, weg«, und alles war augenblicklich verschwunden. Zwei Äuglein weckte nun ein Äuglein und sprach: »Ein Äuglein, du willst hüten und schläfst dabei ein. Dabei hätte die Ziege in alle Welt laufen können. Komm, wir wollen nach Hause gehen.« Da gingen sie nach Hause, und zwei Äuglein ließ wieder sein Schüsselchen unangerührt. Und eine Äuglein konnte der Mutter nicht verraten, warum es nicht essen wollte, und sagte zu seiner Entschuldigung: »Ich war draußen eingeschlafen.« Am anderen Tag sprach die Mutter zu drei Äuglein: »Diesmal sollst du mitgehen und Acht haben, ob zwei Äuglein draußen ist und ob ihm jemand Essen und Trinken bringt, denn Essen und Trinken muss es heimlich.« Da trat drei Äuglein zum zwei Äuglein und sprach: »Ich will mitgehen und sehen, ob auch die Ziege richtig gehütet und ins Futter getrieben wird.« Aber zwei Äuglein merkte, was drei Äuglein im Sinn hatte, und trieb die Ziege hinaus ins hohe Gras und sprach: »Wir wollen uns da hinsetzen, drei Äuglein. Ich will dir was vorsingen.« Drei Äuglein setzte sich und war müde von dem Weg und der Sonnenhitze dazu. Und zwei Äuglein hub wieder das vorige Liedlein an und sang: »Drei Äuglein, wachst du.« Aber statt es nun singen musste: »Drei Äuglein, schläfst du«, sang es aus Unbedachtsamkeit: »Zwei Äuglein, schläfst du«, und sang immer: »Drei Äuglein, wachst du, zwei Äuglein, schläfst du.« Da fiel dem drei Äuglein seine zwei Augen zu und schliefen. Aber das dritte, weil es von dem Sprüchlein nicht angeredet war, schlief nicht ein. Zwar tat es drei Äuglein zu, aber nur aus List. Gleich als schliefe es damit, doch es blinzelte und konnte alles gar wohl sehen. Und als zwei Äuglein meinte, drei Äuglein schliefe fest, sagte es sein Sprüchlein: »Zicklein meck, Tischlein deck«, aß und trank nach Herzenslust und hieß dann das Tischlein wieder fortgehen: »Zicklein meck, Tischlein weg«, und drei Äuglein hatte alles mit angesehen. Da kam zwei Äuglein zu ihm, weckte es und sprach: »Ei, drei Äuglein, bist du eingeschlafen? Du kannst gut hüten. Komm, wir wollen heimgehen.« Als sie nach Hause kamen, aß zwei Äuglein wieder nicht. Und drei Äuglein sprach zur Mutter:
Ich weiß nun, warum das hochmütig Ding nichts ist, wenn sie draußen zur Ziege spricht. Zicklein meck, Tischlein deck. So steht ein Tischlein vor ihr. Das ist mit dem besten Essen besetzt, viel besser als wir's hier haben. Und wenn sie satt ist, so spricht sie Zicklein meck, Tischlein weg. Und alles ist wieder verschwunden. Aber ich habe alles genau mit angesehen. Zwei Augen hatte sie mir mit einem Sprüchlein eingeschläfert, aber das eine auf der Stirn, das war zum Glück wach geblieben. Da rief die neidische Mutter, »Willst du's besser haben als wir? Die Lust soll dir vergehen.« Sie holte ein Schlachtmesser und stieß es der Ziege ins Herz, dass sie tot hinfiel. Als Zweiäuglein das sah, ging es voller Trauer hinaus, setzte sich auf den Felsen und weinte seine bittersten Tränen.